Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Python. So, dieses Mal geht es um Dekoratoren. Und Dekoratoren sind ziemlich fies, aber auch irgendwie sehr, sehr nützlich, je nachdem, wie man sie benutzt. Also, ein Dekorator wird definiert, indem wir einfach mal sagen, hier ein Add über eine Funktion. Achtung, das ist wichtig, dass ihr es direkt über eine Funktion macht. Und dann der Name vom Dekorator, zum Beispiel printme. Und ja. Das ist wiederum selber eine Funktion und dieses printme definieren wir uns hier jetzt mal drin. Also def print, ups, printme. So. Und was wir hier bekommen als Parameter ist ziemlich interessant, nämlich eine Funktion. Und zwar die Funktion, über der es steht, bekommen wir automatisch rein. Sprich, printme wird jetzt in diesem Aufruf automatisch die Funktion take2 bekommen. Und take2 ist logischerweise auch eine Funktion, deswegen steht hier Funktion drin. Okay, ihr könnt es übrigens auch anders nennen, das ist bloß der Name davon, ja? Okay, also fangen wir an. Eine Funktion, wenn sie aufgerufen wird, bekommt Argumente, und zwar die Args und die Quarks. Und was diese beiden Sternchen hier bedeuten, das habe ich euch letztes Video gezeigt. Das sind diese Split-Operatoren, die packen sozusagen die Argumente aus. Und hier drin können wir jetzt die Argumente, die an die Funktion übergeben wurden, verändern und auch manipulieren oder weiß Gott was. Also wir können hier drin alles machen. Wir können andere Funktionen aufrufen, wie zum Beispiel Print ist ja eigentlich auch eine Funktion, können wir aufrufen, können damit machen, was wir wollen. Das heißt, wir sagen hier jetzt erstmal, okay, wir geben die Argumente aus, ups, String. Aus den Argumenten plus String aus den Quarks. Für was das steht, weiß ich eigentlich gar nicht genau. Naja, egal. Und am Ende machen wir einfach Folgendes, weil wir wollen ja auch noch, dass diese Take-Two-Funktion trotzdem ausgeführt wird. Achtung, wenn wir das hier nicht hinschreiben, dann wird die tatsächlich nicht ausgeführt. Das heißt, wir wollen jetzt hier haben, dass die Funktion, die wir als Parameter bekommen haben, ausgeführt wird mit den Argumenten, die wir ja, uns so überlegt hatten. Und zwar hier ein Sternchen, args, Komma und dann zwei Sternchen und die Quarks. So, und dann geben wir diese Funktion zurück. Nein, nur die Funktion. Danke. So, und ja, was das jetzt macht, ist Folgendes. Warum habe ich hier einen Error? Unresolved Reference, ist das so? Ich glaube dir nicht. Was das jetzt macht, ist Folgendes. Wir kriegen durch dieses Makro hier oben sozusagen, kriegen wir eine Funktion, nämlich die, über der es steht, also take2, wird hier reingeliefert als Parameter für die Funktion. Und dann wird printme ausgeführt anstatt take2 im Prinzip. So, printme gibt mir aber eine Funktion zurück. Das heißt, diese Funktion wird danach ausgeführt. Also wird der Wrapper ausgeführt. Und der Wrapper steht hier drin als Definition von einer Funktion in der Funktion. Kann man machen. Der benutzt die Argumente und die Quarks und gibt printet zuerst mal die ganzen Sachen aus und gibt dann aber die Funktion, die so oder so ausgeführt würde. Mit denselben Argumenten wieder zurück. Okay. Das war jetzt wahrscheinlich relativ krass. Was vielleicht helfen kann, ist, dass wir das einfach jetzt mal ausführen. Und zwar sagen wir hier, okay, wir rufen Take2 auf. Take2 mit folgendem. Wir packen logischerweise unseren Point, wie wir es letztes Video gemacht haben, einfach zweimal aus. Und kriegen einen Fehler. Ja, printme is not defined. Irgendwas stimmt hier nicht. Ach so, jetzt weiß ich, woran es liegt. Ja, gut, klar. Ich habe hier das zweite E auch groß geschrieben und habe es nicht gemerkt. So, und jetzt sehen wir hier Folgendes. Wir haben als Argumente einfach nur leere Klammer, aber als Quarks, also als auszupackende Argumente, haben wir immer noch das komplette Dictionary hier drin. So, und dann, das ist quasi der Aufruf hier gewesen, also dieses Print ist das hier. Sprich, wir haben jetzt über der Funktion irgendwas gemacht, was eigentlich nicht in die Funktion reingehört und was auch nicht drin steht.
Und dann haben wir die Funktion zurückgegeben mit denselben Argumenten und denselben Auspackargumenten. Und haben die Funktion ganz normal ausgeführt und die hat dann hier das hier getan. So, wenn ich jetzt hier einfach nur sage, okay, sagen wir mal 5 und 4, 5 und 4 werden so reingegeben und es dann ausführe, dann sehen wir, dass hier die Quarks leer sind und die normalen Argumente sind vorhanden. Ja, und so erfährt man auch so ein bisschen was, wie Python an sich so arbeitet. Aber ich glaube, das kann durchaus mal nützlich sein, wenn man hier irgendwelche Argumente auspacken möchte und wieder einpacken und was weiß ich was. Auf jeden Fall immer schön die Funktion dann auch tatsächlich ausführen. Also wenn ihr das hier vergesst, die Funktion dann auszuführen, dann passiert quasi nur die andere Funktion, die Wrapper-Funktion. Und das hier fällt sozusagen unter den Tisch. Ja, und das will man meistens eigentlich nicht. Gut, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen und ihr habt was Nützliches gelernt und macht damit nicht so viel Unfug. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.